Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. He? Es ist ja diese Woche durch das Sniper Ghost Warrior 2 rausgekommen. Auf dem PC ist es halt wieder mal erst, keine Ahnung, am Freitagmorgen ist es gewesen, freigeschaltet worden. Weil Vogue hat es, glaube ich, schon Ende letzte Woche verschickt. Und auf der Konsole haben wir es eh schon können spielen. Zum Glück jetzt auf dem PC auch mit und wegen. Das gleich schon ändert zu spielen, die wollte ich jetzt hier aber nicht genauer erläutern. Es geht jetzt hier um die legale Steam-Version von Sniper Ghost Warrior 2, wie ihr das ja seht. Und das ist ganz ein ganz interessantes Spiel, weil das Game hat noch richtig viele Bugs. Und es ist zwischendurch anders mühsam. Einer von denen, man kann so mit dem Xbox-Controller spielen, aber es funktioniert auch nicht immer so sauber. Man kann zum Teil Menüs nicht bestätigen und so, also nicht zu empfehlen. Und mit dem Mausrädchen rein- und rauszoomen ist eh chilliger als mit dem Digi-Kreuz auf dem Xbox-Controller. Also, dann ist es so, dass ich bei den Videoeinstellungen unter einfach kann man die Grafikqualität auf sehr hoch schalten und die Jungen dann mit Anwenden bestätigen. Das ist cool, das passt. Geht jetzt hier schauen, man sieht, es ist wieder auf hoch. Macht das Spiel 3-4 Mal und irgendwann hat dann auch der Homer Simpson geschnallt, dass es einfach nicht angenommen wird. Wenn man dann hier ins Erweiterte geht, scheint alles auf dem Maximum zu sein. Grundsätzlich ist es mir scheißegal, aber das habe ich eigentlich noch nie bei einem Game erlebt, wo sie sagen, dass man die Optionen nicht so anpassen kann, dass man auch ein visuelles Feedback hat. Also, jetzt ist es folgendermaßen. Ich muss schnell schauen. Die erste Mission ist so eine Einführung. Die Story kann mehr komplett rauchen. Ich klicke immer weg, die Sequenzen, weil sie sehen immer durch, auch immer ein bisschen hässlich aus. Obwohl das Game auf der CryEngine 3 läuft. Ja, das Spiel selber, ich weiß nicht. Killcams im Sniper Elite finde ich viel cooler als hier. Aber ja, Bugs, das Game bleibt aber schön hängen. Jetzt hat es hier gespeichert. Okay, alles klar. Jetzt bin ich noch schnell ein bisschen am Snipern. Ha? Ja, nein, das ist jetzt leid, das ist ja leider. Bei dem Mal was anderes möchte ich jetzt eigentlich gerade zeigen, dass das Game aber schon nicht unbedingt so gut ist. Darum möchte ich jetzt nicht so weit im zweiten Level weitermachen, sondern würde schnell das zweite Level kurz spitz starten. Und das habe ich mittlerweile etwa 10 Mal gespielt. Wieso 10 Mal? Etwa 7 Mal bin ich gestorben, auf Mittel habe ich es gespielt, genau. Und etwa 3 Mal ist es mir abgestürzt. Das Game zeigt einfach raus und dann habe ich auch gedacht, ja super, das hilft mir wieder extrem. Spass macht es irgendwie schon noch, aber also ich kann es jetzt schon sagen, ich kann es nicht empfehlen. Ach nicht. Wirklich lieber ein Sniper Elite Game holen. Also das zweite Level ist so ein bisschen im Dunkeln. Ich habe zum Glück meine Night Vision dabei, genau. Das Game hat aber auch so Bugs. Das letzte Mal war das Level am helllichten Tag gewesen. Und es sollte eigentlich im Dunkeln sein, so wie das ganze Level beschrieben ist und alles. Also schon ein bisschen strange. Ich habe hier meine Sniper dabei, habe meine Pistole. Rechts hat so ein bisschen Angaben. Ich kann zum Glück unendlich säckeln. Das ist von dem her noch chillig. Auf dem Radar werden die Gegner angezeigt und auch ihre Sichtrichtung. Wenn man schleicht auf dem Boden, ist man extrem langsam, aber Gegner können man schlicht nicht sehen, selbst wenn man vor ihnen sieht. Jetzt müsst ihr schauen, das Säckchen hinten daher. Ich kann dann mit einem Stealth-Kill fertig machen, weil er natürlich nicht geschnallt hat, dass da etwas kommt. Jetzt tut es schnell ein bisschen Bilder unschön sein. Man muss schnell schauen, ob ich hier das Falsche, ja, das habe ich aktiviert, okay, schade, ja. Also, jetzt hier ist auch wieder so das Kloppen-Szenario, wie gesagt, ich kann das schon ziemlich gut. Es ist einfach herliegen, jetzt kann man auch den Feldstecher schnell rausnehmen, hier sind sie. Gegner markieren wie im Far Cry, das ist an und für sich noch ein guter Ansatz. Ja, also jetzt, so haben wir hier. Nehmen wir zuerst auch hier hinten. Das werden sie hoffentlich nicht schnallen. Okay, schnell schauen. Einmal, die haben etwas geschnallt, der hat aber gleich keine Chance. Man muss auch ein bisschen auf die Windrichtung schauen, das sieht da oben und auf die Distanz. Aber es ist gleichzeitig auch so, dass momentan nur ein sehr schwacher Wind herrscht eigentlich. Die sind schon noch easy.
die Cams, wenn er so mit der Kugel mitfliegt, aber wenn es nachher auf Gegner trifft, sieht es gleich auch wieder scheiße aus, finde ich. Egal. Eben, die Windrichtung und so muss man auch berücksichtigen. Wenn man auch über grosse Distanzen schießt, dann wird es schon wichtig, aber dann hat man auch so ein Pünktchen, das hilft, zu sehen, wo der Schuss hergeht. Wenn sich das Ziel bewegt, muss man natürlich ein bisschen vorausschiessen und alles, ja. Bei den Gegnern kann man nichts looten, nichts aufnehmen, keine Waffen und so. Es gibt zum Teil irgendwelche kleine Bonus-Gegenstände, die man aufsammeln kann. Hat die erst von einem per Zufall entdeckt, aber es interessiert mich auch nicht wirklich. Es geht hier um Snipen. Und das ist an gewissen Stellen schon unterhaltsam gemacht, aber eben so das Game als Gesamtpaket. Halleluja. Also jetzt haben wir hier vorne auch wieder einen Gegner, da können wir jetzt uns auch wieder mit unglaublicher Vorsicht nähern. Säckchen kann man hier nicht mehr, aber normal laufen. Jetzt gibt es hier einen schäbigen Stealth-Kill. Und jetzt können wir uns hier positionieren. Und aus irgendeinem Grund hat er jetzt einfach irgendwie so einen 50-Call noch dabei, den er jedes Mal auspackt. Und muss hier seine Jungs unterstützen. Jetzt muss ich da irgendetwas anschauen und oben wird die Maus auch ein bisschen festgehalten. Oder zumindest war es mal eins. Was ist da? Ah, da chillt einer. Weißt du, kann man nicht ruhig halten mit dem Feldstecher. Das ist ganz geil. Mit dem Sniper schon, aber einen Feldstecher kann er nicht ruhig halten. Sieht ruhig aus. Also. Wir haben sicherlich schon ausgepackt. Trotzdem kann ich neuen Feinde zählen. Lass das unsere Sorge sein. Sieh dich weiter um. Da ist es relativ hau, ha? Eine Mi-17 am Hubschrauberlandeplatz. 4 Ziele in Sichtweite, aber keine Zielperson zu sehen. Over. Verdammt. Bingo. Bestätige die Lage. Ja, also da hat er jetzt selber hergezogen, so. Im nordwestlichen Teil der Anlage. Kannst du seinen Status ermitteln, Razor? Es ist wirklich, es ist ganz, ganz ein schräges Spiel, ja. Ich will sofort angreifen. Alle Zielgrün ist nicht für Angriff und Sicherstellung der Zielperson. Erledigen Sie das fix und schnell. Keine Fehler. Gut verstanden, Uniform. Waffenbereit, Männer. Macht euch bereit. Speicherpunkte sind zum Teil auch verdammt leid. Gewisse Sequenz habe ich x-mal gemacht. Also schau, jetzt ist hier das dicke Viech dabei, ohne Schalldämpfer, aber gleich schnell ist es nicht unbedingt. Also jetzt wird mir gesagt, was ich machen muss. Das ist noch chillig. Ihr seht, der Wind hat jetzt rechts zugenuscht gegen links. Und jetzt seht ihr auch links unten neben dem Fadenkreuz das rote Kreischen, das zeigt mir, wo der Schuss hergeht. Das haben wir noch easy gemacht. Das kann man, glaube ich, auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe deaktivieren. Aber ihr wisst, es schon noch tricky. Aber gerade auch in Bezug auf die Distanz. Was geht jetzt da ab? Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Also gut, easy. Ah, da sind sie, ja. Sie sind da rausgekommen, okay. Ja. Aber wenn sie sagen, nicht schiessen, dann sollte man nicht schiessen, weil sonst ist die Gefahr, dass irgendwie Alarm gibt oder so Crap noch gross. Es wird einem dann gesagt, jetzt kannst du ballern und dann musst du den Schuss setzen. Ja, es ist auch ein Spiel für vielleicht eher geduldigere Spieler. Aber eben als Sniper-Simulation ist es natürlich schon noch ein Stück weit interessant. Also jetzt muss ich hier einen Sniper kalt machen. Seht ihr, jetzt zeigst du mir das gerade an. Schnell ein bisschen Luft anhalten. Oh fuck, jetzt hat sich der gerade bewegt. Das war natürlich extrem unglücklich gewesen. Schon wieder daneben. Zweimal daneben. Sniper-Job für Kack. Zum Glück sind sie eben auch strohdumm Gegner, das ist schon noch lustig. Kolosser spielt MW3, wow, also. Jetzt muss man hier. Gleichzeitig die ausschalten, ja, das hat zum Glück geklappt. Schnell nachladen. Ah, da einer, okay. Den wir zuerst hier oben nehmen. Gutes halbes Moment, bis er den Punkt anzeigt. Genau, wo ich meine, Halleluja. Da hat jetzt keine Blasse, wo ich genau herschießen muss. Es stimmt zwar etwa mit der Distanz, die es oben anzeigt, ja, dass der Wind gegen links geht mit 7 oder jetzt 6 Meter pro Sekunde. Ja, jetzt diesen muss ich schnell schauen. Aber ein bisschen rauszoomen, ganz rauszuscopen kann man leider nicht, um sich einen guten Überblick zu verschaffen. Und ja, ich schieße lieber auch erst, wenn sie stillstehen. Ich meine, sicher ist sicher, ja. Also. Die Sniper machen richtig beschissenen Job eigentlich. Eine Riesenscheiße. Zwei Feindgruppen oben und unten. 5 insgesamt. Die oben haben Priorität. Okay. Also zuerst hier. Machen wir den zuerst fertig.
es entsteht natürlich auch eine gewisse Spannung nachher, wenn man hier so die ganze Zeit durch das Scope kann durchziehen kann. Der eine oder andere Headshot verpassen. Dann fangen wir oben an, ja. Aber es wird einmal immer angezeigt, weil er das muss killen. Alles chillig. Alle ordentlich unter den Teppich gekehrt. Verstanden. Wir können das selber mit den anderen machen. Dein Ziel ist auf dem Bootshelm. So, das war der erste. Schön. Also wunderbar. Jetzt haben sie diese zwei gut fertig gemacht. Von dem her noch schönes Teamwork. Es wäre noch geil, wenn es einen Multiplayer gäbe, wo man unten so rumsäcken könnte und oben könnte einer als Sniper oder zwei ein bisschen Schutz geben. Das wäre ein guter. Nehmen wir zuerst den hier oben. He? Oh nein, warte schon. Das ist Chance auf ein Ding. Ah, scheiße, Doppel-Headshot geht eh nicht. Und vor allem hätte ich warten, bis ich sehe, wo er hergeht. Fuck! Schon zwei verhängt. Gut. Komm schon, ja. Du kann man zum Glück sehr schnell hintereinander schiessen. Und der Typ ist steil blöd. Ja, ja. Jetzt kommt, glaube ich, nur der Pilot raus. Vorsicht, Hubschrauber-Pilot, schnüffel. Ja, schnüffle du noch mal, Bürstli. Ausgeschnüffelt. Ja, aber die sieht, das sieht ein kacke aus, wirklich. Sniper-Elite viel cooler, auch noch mit Schädelbrüchen und Organen und alles. Also, da hätten wir auch. Nein, ist hier jetzt noch etwas los. Die sind, glaube ich, so immer am Hin- und Herlaufen, dass sie nie so schön nebeneinander stehen, dass ich beide geben könnte, wenn ich mich nicht täusche. Siehst du? Ja, ja, er ist immer hinten dran. Aber ich muss ja auch nur den Hinger geben, darum mache ich das jetzt mal. Der reicht noch, oder? Ja, voll, schön hinten in die Ecke pfiffen. Wir hier einen, ha? Schnell warten, bis es anzeigt, wo er landet. Fuck, Mann, der wird jetzt hart. Mit der Renngeschwindigkeit. Nein, chill's mal. Jetzt bin ich ein bisschen in Panik. Scheiße. Ja, ich wäre nicht so ein guter Sniper jetzt hier. Gott. Wäre ich doch ein bisschen zu nervös gewesen. Du bist so einfach gemacht. Aber gerade wenn sie eben in Bewegung war, ist es nur wicked. Claymores an einem Kraftstofftank. Ah, schau jetzt. Ja, jetzt muss ich den geben. Okay, easy. Merci, das war nicht so schwierig. Sie sind in der Zwischenzeit raufgeklettert, die ziehen hier hin. Ah, jetzt gibt es hier so ein bisschen Schlägerei, genau. Du siehst abwarten und so. Schöne Claymores reingesäckelt. Ganz geil. Aber jetzt müssen wir oben schnell ein bisschen für Ordnung sorgen, ja. Scheiße, jetzt ist der Punkt wieder weg. Nein, jetzt hat ihn wieder. Einen, ja. Wow, das war eine Länge, ja. Wow, gerade beide verwünscht. Oh, ist das geil. Oh, Respekt. Okay, da hatten wir einen. Oben drauf sind mehrere Ziele. Ja, da haben jetzt keine Zeit für Headshots. Die haben wir, oder? Ja. Aber geht es auch darum, schnell zu exekutieren. Ich meine, schöne Kills kann man machen, wenn man Zeit hat, das Einzuziehen. Da geht es recht ab in diesem Gebäude. Ja? Jetzt kommen sie, glaube ich, hier oben raus, oder? Ja. Das ist eine schöne Strategie. Ich hoffe, ihr versteht das auch ein bisschen. Ich muss wegen der Lautstärke. Komm schon. Oh, eigentlich wäre der bei der Geisel, glaube ich, auch noch durch, aber. Das hat zum Glück gut geklappt. So geil. Alright. Also, jetzt hat man diesen Spot eigentlich abgeschlossen. Ist jetzt nicht sonderlich klein gewesen. Liegt sicher auch daran, dass ich jetzt eben schon ein paar Mal gespielt habe. Jetzt ziehen wir hier weiter. Ich kann hier noch ein bisschen Far Cry-mäßig rumklettern. Gleichfalls. Bis später, Jungs. Er ist der Ultra-Coolio. Also die ist jetzt ein bisschen bekloppt, oder die Stelle. Es bringt es eben schon extrem, wenn man in Hockey ist. Scheiße. Ah, sie ist nicht schnell. Gut, jetzt tun wir die schnell markieren mit dem Feldstecher. So. Ja, auf der Tastatur hat man schon noch viel Knöpfe zur Auswahl, das muss ich immer wieder sagen. Also. Ja, jetzt ist eben die Frage. Ah, da hatten wir auch noch einen. Come on, gut.
Ja, doppelt kann man hier, glaube ich, ansatzweise machen, indem ich hier ganz schräg gerne bin. Ich habe es das letzte Mal probiert, aber es ist mir, glaube ich, nicht so gelungen, wie ich gerne hätte. Man kann es aber auch provozieren, indem man sie anschießt oder einen abknallt und dann säckelt die anderen auf einem zu. Aber ich schaue jetzt mal, was ich gerade von hier machen kann. Ah, schau jetzt. Ja, Doppel-Headshot gibt es nicht. Nein. Aber Doppel-Kill. Jetzt wäre hier noch der nächste. Hier braucht er eben immer etwas lang zum Nachladen. Aber das war eine gute Ausbeute gewesen. Und vor allem der schnallt es nicht. Wo ist jetzt der Typ? Genau hinten dran. Also, wir gehen mal auf die Tauchstation. Ja, sie sind eben schon ein bisschen blöd. Ja, fast kein Wind, der sollte sitzen, ja. Also. Das wäre auch nicht so eine Sache. Vielleicht hat es auch ein Moment gebraucht, bis ich mich ein bisschen an das Game gewöhnt habe. Und wenn die Bugs nicht wären und es nicht so lieblos gestaltet wäre, wäre es schon noch etwas. Weil es ist nicht steinhässlich. Das auf keinen Fall. Genau, du hast zwei. Und zwar ist da oben einer. Oder jetzt auf dem Weg dorthin, ja, genau. Oh shit, der sieht mich. Seht ihr, das ist der Indikator. Und wenn ich jetzt abblicke, dann sehe ich mich nicht. Dann bin ich wirklich in meinem schönen Kostüm wunderbar versteckt. Jetzt hat der rechts nicht geschnallt, dass sein Kollege dort vis-à-vis. Und er hat den ganz sicher gut gesehen, abgeschossen worden ist. Wieso hat er ihn gut gesehen? Schleicht so schnell ein bisschen wie ein Schlängli durchs Gras. Wo er ist auch an einer recht exponierten Stelle und kann gut dort drüber sehen, wo sein Kollege eigentlich war. Zieht nicht rein, er schaut sogar noch dort her, die steinblöde Nudeln. Also, verdient hat er es. KI von den Gegner ist eigentlich... Also wenn ich jetzt würde sagen, sie existiert nicht, wäre ich schon gerade ein bisschen hart, aber allzu weit von dieser Aussage entfernt ist die Realität eben schon nicht. Sie haben einfach irgendein Skript, wo sie... Irgendwie, keine Ahnung. Ja, richtig müssen schauen und sonst nicht allzu viel können. Das ist auch eine wunderschöne Stelle hier. Schnell abblicken, dass wir hier nicht in Stress kommen.